Obwohl es nur Pixel auf einem Bildschirm sind, schaffen es Videospiele, oft uns zu Tränen zu rühren. Die Entwickler wissen, jede gute Story braucht ein wenig Drama oder Tragik und nicht jede Geschichte hat ein Happy End. Werfen wir deswegen einen Blick auf die traurigsten Momente in Videospielen. Los geht's! Nummer 5. Sarah, Last of Us. Obwohl du Sarah aus The Last of Us erst 20 Minuten lang kennst, schaffen es die Entwickler, dass du dich bereits um sie sorgst. Als ihr Vater sie in Sicherheit bringen will und sie in diesem Moment von einem Soldaten erschossen wird, ist dies ein herzzerreißender Moment. Während sie in den Armen ihres Vaters liegt, macht sie ihre letzten Atemzüge und verblutet. Diese Szene zerreißt einen so sehr, als würde man sein eigenes Kind sterben sehen. Und die Nummer 4. Final Fantasy X. Die Final Fantasy X-Entwickler wissen genau, was sie anstellen müssen, damit du dich um ihre Charaktere sorgst. Als wir die Entwicklung von Tidus von einem verzogenen, ängstlichen Milchbubi hin zu einem reifen Erwachsenen verfolgen konnten, konnten wir ihm bei diesem Prozess zwar nicht helfen, uns aber mindestens fast genauso um ihn sorgen, wie es Yuna tat. Deshalb lässt sich die Tatsache, dass er sich opfert, umso schwerer ertragen. Besonders, weil es vor den Augen seiner Geliebten Yuna passierte. Nummer 3. John Marston, Red Dead Redemption. In einer anderen böser Junge wird zum guten Jungen Geschichte namens Red Dead Redemption lässt uns John Marston keine Wahl. Wir erfüllen ihm seine Bitte, seine Familie retten zu dürfen und somit wieder mit ihm vereint zu sein. Aber wenn wir im Nachhinein daran denken, macht es uns sogar jetzt noch wütend, dass er von den Machthabern brutal niedergeschossen wird, gerade als er es endlich schafft, seine Familie in Sicherheit zu bringen. Und die Nummer 2. Midna, Legend of Zelda, Twilight Princess. Das Ende von Twilight Princess überraschte uns alle. Als Ganondorf und Sand besiegt wurden und das Reich von Hyrule vor der ewigen Dunkelheit gerettet wurde, wussten wir, dass Links Gefährte Midna in das Reich Twilight zurückkehren würde. Wir dachten aber auch, sie würden in Kontakt bleiben, den Spiegel wie eine Art Steinzeit-Walkie-Talkie oder sowas in der Art nutzen. Stattdessen wählte Midna den praktischen Weg und erklärte, dass es am besten sei, die Verbindung zwischen den Königreichen für immer zu trennen, damit sich das Geschehene nie wieder wiederholen könne. Ihre Träne fällt auf den Spiegel, zerbricht diesen und Midna verschwindet für immer. Und damit sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1. Lee Everett, The Walking Dead. Er spendete all seine Zeit, die kleine Clementine zu beschützen und ihr zu zeigen, wie man in der grausamen und gewaltsamen Welt von The Walking Dead überlebt, nur um letzten Endes von einem Zombie gebissen zu werden. Die Grausamkeit des Spiels gibt dir die Wahl, wie du als Clementine weitermachen willst. Entweder lässt du Lee zum Sterben zurück oder tötest ihn, um seinem Elend ein Ende zu bereiten. Trage die Haare kurz geschnitten, sagt er ihr. Clementine wird sich daran erinnern, genauso wie wir. Welche Momente in Videospielen fandet ihr besonders traurig? Schreibt's uns in die Kommentare. Jetzt könnt ihr euch noch ein weiteres Video anschauen, dazu einfach hier in die Mitte klicken. Das war's mal wieder für heute, bis zum nächsten Mal.